Moin Moinsen zu einem etwas anderen Video auf diesem Kanal, wie man schon im Titel gelesen hat. Ich bin jetzt auf Spotify, podcastmäßig und so ähnlich wie so im Titel stehen, als Änderung für meinen Stadion-Vlogs. Ich erkläre das einmal ganz kurz und knackig. Die Preview-Part und der Review-Part vor und nach dem Spiel, der immer in meinen Vlogs drin war, wird jetzt auf Spotify stattfinden. Und meine quasi Host-Plattform ist Anchor FM. Also, da müssen wir es auch hören können, aber Spotify ist ja beliebter und bekannter. Also da könnt ihr das hören, wenn ihr das wollt. Einfach aus dem Grund, dass ich mich jedes Mal in Preview und Review einfach viel zu kurz halten muss. Für meinen Geschmack. Ich vergesse jedes Mal irgendwas und nehme das Ding zweimal oder dreimal auf, weil ich irgendwas wieder vergesse und neu dazulabern will. Deswegen ist diese Änderung, das erste Ding ist jetzt auch tatsächlich schon online. Link wird immer in der Beschreibung sein oder in den Stadion-Vlogs dann eben quasi an der Stelle, wo es wäre. Also vor oder nach dem Ding gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein. Das erste Ding mit 10.000, was jetzt schon online ist, die Preview. Geht es, glaube ich, 12 Minuten oder sowas, also um den Dreh wird es auch bleiben. Jetzt keine 2-Stunden-Podcast oder so, wie man es vielleicht kennt, aber halt einfach deutlich länger als diese 2 Minuten runtergecuttet, runtergeschnippelt. Das gefällt mir einfach nicht. Und der andere, eigentlich noch viel größere Grund, ist einfach, ich bin jetzt in Ansbach, ich studiere jetzt hier, das heißt, in den meisten Fällen, wenn ich heimfahre für Heimspiele, jetzt in diesem Fall Auswärtsspiele nach Sandhausen, wird dieser Vlog nicht früher als Dienstag kommen, da ich halt dann Sonntag vielleicht irgendwie kurz was anfange und dann auf der Bahnfahrt Montag was mache, habe ich Uni, dann steige ich das Ding abends, dann bin ich da irgendwann gefühlt um 9 Uhr fertig und lade ich den Bums nicht mehr hoch. Ich will jetzt erst zu einer gescheiten Uhrzeit hochladen, dann lade ich das Ding meistens Dienstag früh oder so hoch, was eigentlich die perfekte Upload-Zeit ist, aber halt noch einen Ticken früher halt ist, als wenn ich es an 19 Uhr oder sowas hochlade, was ja eher so meine Upload-Zeit ist. Und das, keine Ahnung, finde ich einfach nicht geil. Dann ist das Ding manchmal wirklich, manchmal einfach 3 Tage später online. Ich will es einfach so schnell wie möglich hochkriegen, schnell wie möglich die Eindrücke teilen und so weiter. Deswegen wird es so passieren, dass in diesem Stadion-Vlogs jetzt kommen. Dadurch ist auch das natürlich auch noch ein weiterer Punkt, dadurch sind die deutlich kürzer. Das Cast irgendwann, glaube ich, wieder 15 Minuten, wenn ich diese Vor- und Nach Laberei, also diese Preview und Review weglasse, sind das dann meine 6 Minuten, 7 Minuten weniger. Und das ist halt schon ein deutlicher Unterschied und deutlich angenehmer zum Angucken dann auch, ne? Für euch Zuschauer. Da wird dann jetzt so ein Stadion-Vlog so aussehen, quasi, dass halt quasi nur die Eindrücke drin sind. Also es ist Hinfahrt, Spiel und Rückfahrt, was mir auch ermöglicht, dass ich ein bisschen mehr Schnipsel aus dem Stadion nehmen, weil oder einbinden kann. Da cutte ich jetzt ja auch schon öfter einiges raus, weil ich einfach denke, okay, fuck, ich habe schon 4-5 Minuten Grundbasis von dieser Laberei. Ich habe keinen Bock, das Ding auf 20 Minuten zu strecken. Dann nehme ich noch ein bisschen Clips auch wieder raus, die vielleicht auch hätten reingehen können, so von der Stimmung und so weiter, oder von Chancen, bla 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 und so weiter. Das heißt, ich werde vielleicht kurz dann, weil das ist so ein bisschen das Dilemma, dass ich in den Previews dann nicht über die Aufstellung reden kann. Das heißt, jetzt nehme ich vielleicht kurz noch mit rein quasi, dass ich irgendwie halt mit der GoPro, wenn ich dann quasi vor Ort bin und die Aufstellung sehe, da irgendwie was, quasi die Aufstellung abfilmen und da was zu sagen, so im Flow drin, in den mit Musik hinterlegten Bereich von der Hinfahrt und dann halt später auch von der Rückfahrt. Aber so wie ihr es quasi noch von ganz früher kennt, ne? Also noch von 2016, 2017, in den Dingen hatte ich auch kein Vorgelabere. Da hatte ich ja auch quasi nur Fahrt, Zeug und dann Rückfahrt. Relativ kurz, relativ knackig. Genau, nur natürlich jetzt ein bisschen qualitativ höher, würde ich jetzt mal sagen. Genau, Spotify, Link ist unten, dann werde ich einfach in diesen Bereichen quasi davor und danach immer den Link reinpacken von Spotify, geht ja, oder in der Videobeschreibung ist auf jeden Fall immer drin dann der Link zu den jeweiligen Podcasts, Review, dann werde ich es auch irgendwie im Video einblenden, kann man ja glaube auch in der Infokarte verlinken quasi. Das wäre es auch schon gewesen, damit irgendwas zuschauen, mal gucken, ob sich überhaupt irgendjemand anguckt, ne? Das erwarte ich jetzt erstmal nicht, dass sich viele auf Spotify angucken, aber da ich einfach gerne über solche Themen, die mir wichtig sind, das ist der VfB, gerne und viel laber, einfach da eine Möglichkeit, das da hochzuladen, ohne dann mir irgendwie den Rahmen für einen schnellen Upload und für einen kurzen, knackigen Stadion-Vlog zu nehmen und so ist das beste Ding. Noch ein bisschen das Podcasting drin, das ist in meinem Studium auch mit drin. Das Hörfunk und Audioschnitt und sowas kommt da auch ein bisschen rein, auch wenn die jetzt, ja, die werde ich schon relativ frei laufen lassen. Also wenn ich wirklich mal so einen richtig behinderten Fastbot drin habe, dann schneide ich den vielleicht raus, aber sonst wird es relativ frei bleiben. Schreibt mir Feedback rein zu Spotify und Co. und zu der Änderung und sowas. Genau. Damit bedanke ich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.